Sein Vermächtnis hat Hermann Hesse 1955 in seinem Dank für die Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels formuliert. Ich verstehe unter Frieden nicht nur das Militärische und Politische, sondern ich meine den Frieden jedes Menschen mit sich selbst und mit den Nachbarn, die Harmonie eines sinnvollen und liebevollen Lebens. Es bleibt mir zwar nicht verborgen, dass im rücksichtslos harten Erwerbsleben des heutigen Alltags dies Ideal eines edleren und würdigeren Lebens den meisten wirklichkeitsfern erscheinen muss. Aber die Sache des Dichters ist es ja nicht, sich irgendeiner aktuellen Wirklichkeit anzupassen und sie zu verherrlichen, sondern über sie hinweg die Möglichkeit des Schönen, der Liebe und des Friedens zu zeigen. Wäre denn Hermann Hesse, wenn er heute noch da wäre, Herr Michels, wäre er politisch? Er war immer politisch und er würde sich heute wahrscheinlich sehr noch energischer, als er das früher getan hat, gegen den Fundamentalismus in, ob der nun ideologisch, religiös oder wie auch immer ist, ganz energisch wenden, glaube ich. Und er hat es also geschafft, hier im Abendland, in den westlichen Industrienationen, in Amerika, die Wahrnehmung zu öffnen für asiatische Alternativen, Lebensalternativen, und er hat praktisch damit das Umgekehrte bewirkt, wie seine Eltern, die anderen Kulturen versucht haben, zum Christentum zu zwingen. Verbrannter Boden, können Sie das wiederholen? Schlechtes Timing und meine Taktlosigkeit. Im Vorbeigehen eine Karriere ruiniert. Was meine eigene, ja, wenn nicht, tut's mir leid. Wenn ich die Fliege mach, seh ich alles tausendfach, tausendfach. Wenn ich die Fliege mach, seh ich alles tausendfach. In seinen zivilisationskritischen Betrachtungen hat Hermann Hesse manches vorausgesehen, was uns heute vor Probleme stellt, wie zum Beispiel die entfesselte automobile und technisierte Gesellschaft, die zur Bedrohung der Umwelt wird. 1930 schrieb er dazu: Bei den angeblich nützlichen Erfindungen ist immer so ein verfluchter Bodensatz dabei. Sie sind alle so schäbig, so kurzatmig. Man stößt so schnell auf ihren Antrieb, auf die Eitelkeit oder die Habsucht. Und überall hinterlassen diese nützlichen Kulturerscheinungen einen langen Schweif von Schweinerei, von verheimlichtem Elend. Hinter der Zivilisation her ist die Welt voll von Schlackenbergen und Abfallhaufen. Die nützlichen Erfindungen haben nicht nur hübsche Weltausstellungen und elegante Automobilsalons zur Folge, sondern es folgen ihnen auch Heere von Arbeitern mit blassen Gesichtern und elenden Löhnen. Er war immer auf der Suche, er war nie zufrieden mit dem, was erreicht ist. Und auf der anderen Seite hat er aber sehr scharf gesehen, was mit der modernen Gesellschaft passiert, welchen hohen Preis wir zum Beispiel für die Technisierung, Industrialisierung bezahlen, dass wir das bezahlen mit einem Zurückgehen der Mitmenschlichkeit, einem Steigen des Drucks, einem
Schritten, die eigentlich mehr wieder in Richtung Sklavenarbeit als freie Arbeit gehen und vor allem, was ihm ganz wichtig war, mit Zerstörung der Umwelt und der Natur. Das hat er schon sehr scharf benannt und in dem Punkt war er auch ein Vorreiter der ökologischen Bewegung. Da gehe ich mal davon aus, dass er mit Sicherheit für erneuerbare Energie eingetreten wäre. Wir werden immer schneller, wir werden immer effizienter, aber die Lebensqualität nimmt dadurch nicht zu. Rastlos auf der Autobahn, wenn mich verfahren will, keinen Plan. Ausreißen, ausreißen, ausgerissen sein. Mich neu säen, neu pflanzen und neu wachsen. Bloß keine Wurzeln schlagen, ich will mich nicht selbst begrenzen. Ich will wahrhaftig sein und grenzenlos und frei, frei, frei. Und ihr macht mich klein, ihr macht mich klein, macht mich nicht, kriegt mich nicht klein. Vielen Dank für diesen wunderbaren Hermann-Hesse-Abend. Das war das Finale von Lesen ohne Atomstrom 2013. Vielen, vielen Dank an diese wunderbaren Künstler. Vielen Dank an die Förderer und vielen Dank auch nochmal ganz ausdrücklich an die Spielstätten, an die Theater, die das eine Woche lang hier möglich gemacht haben. Vielen herzlichen Dank. Und vielen Dank an dieses tolle Publikum, die 5 Tage mit uns hier sehr, sehr, sehr schöne Abende gehabt haben. Wir sehen uns alle wieder bei Lesen ohne Atomstrom 2014. Wir freuen uns drauf. Merken Sie sich das im Überseering bei Vattenfall. Das geht hier immer weiter. Vielen Dank und gute Nacht.